Mal dahin, auf die Spur, die da ist. Ah, was? Ja, okay, oh, sie haben einen neuen Elytra-Launcher. Aber sind voll gut. Komm, ich muss mich nochmal reinstellen. Let's go. Und? Ja, okay. Ne, ihr müsst euch genau auf den Rand stellen, den der rasiert. Ach so. Yo. Warte, Moment. Jetzt. Hier? Boah. Und jetzt mal ohne Elytra. Das ist so gut geworden. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Create. Heute geht's weiter mit dem Guardian Tempel. Ich habe schon zwei Mauern gesetzt. Jetzt setzen wir noch eine mit der Kanone und dann lassen wir den Tempel mal auslutschen. Also quasi das Wasser anpumpen. Kann ein bisschen dauern, weil da sehr, sehr viel drin ist, aber da habe ich jetzt Bock drauf. Also legen wir los mit. Zuallererst machen wir eine Schematik. Oder haben wir die schon gemacht? Bin top informiert. Ne, die ist empty. Okay, wir brauchen. Ne, doch, die haben wir wohl schon gemacht, ne? Mauer. Mauer 2. Schematik steht. Jetzt habe ich eine Mauer in der Hand. Cool, oder? Die muss jetzt da unten hin. Ach krass, kann ich die. Oha! Ja, lol, die habe ich direkt richtig gesetzt. Aber Wahnsinn, muss ich sagen. Krass. Okay, steht schon. Also zur Info, die Mauer habe ich gerade. Gerade ist gut. Gestern hier hingebaut. Und dann habe ich die kopiert. Davon habe ich eine Schematik genommen. Und die Schematik baue ich jetzt hier hin. So, Mauer 2 und Play. Ready, Searching, Placing. Müsste gehen, oder? So, okay, das heißt, das geht. Den lassen wir jetzt schon mal wieder hoch. In der Zeit, wo das läuft, bauen wir jetzt schon mal die Pumpe auf. Wir werden auch gleich Mining Fatigue bekommen. Das heißt, wir dürfen uns nicht vertun mit dem Bauen. Ah doch, wir haben ja den Boomerang, dann geht's. So, wir machen aber, ich weiß gar nicht, ob wir eine Pumpe machen. Ich glaube, eine Pumpe reicht, weil wir werden eh nicht so viel abführen können an Wasser. Das ist, glaube ich, okay. Oh nein, ist falsch rum. Oder? Ne, gar nicht richtig rum. Alles gut. Vielleicht aber erst, wenn die Pumpe dran ist. Wir gucken mal. So, warte mal. Wir pumpen aus dem großen Becken raus. Guck mal, die Kanone, wie die da immer noch schießt. Okay, Kanone arbeitet. Korrekt. Wir pumpen aus dem Becken raus. Jetzt wird's halt doof. Dann so rum. Ja, sieht gut aus. Und wir sind genau auf der richtigen Höhe, damit uns die Guardians nicht treffen können. Das ist halt sehr viel wert hier an der Stelle. So, Achtung, jetzt kommt hier drauf. Ich glaube, das reicht. Vier brauchen wir da nicht. Jetzt müssen wir die einmal verschleimen. Das ist jetzt eine Art Windrad. Man nennt es in diesem Projekt auch Klorolle. Aber wer kennt es nicht, ne? Einfach so ein Wollknäuel im Wind. So, und dann hier dran klicken. Mensch, das Ding, das lässt aber schnell bauen, ne? Also. Was? Die Wand da? Ja, ja, die natürlich. Wand, ja. Also die ging schneller mit dem Building Tool, wenn du einfach den Campstone im Inventar hattest. Ja, glaube ich. Ja. So, und mir wurde gesagt, ah ja, warte mal. Kennst du den Trick hier bei Tempeln? Was für ein Trick? Achso, keine Mining Fatigue? Ah, nice. Das ist stark. Also ich habe das mal ausprobiert. Wenn du einfach jetzt hier einen Auslass hinmachst, dann hast du hier vorne eine Wasserquelle und dann hört er einfach auf. Ja. Und jetzt wurde gesagt, wenn man so ein Ding da dran macht und das einfach ins Wasser lässt, dann soll das funktionieren. Am Punkt der Unendliche, das stimmt. Warte kurz, einmal den Arm weg. Das geht mit dem Extendo Grip nicht, genau. Ach ja, gedrückt. Oho. Wolltest du die Illegalien nicht töten? Oder? Ja, doch, aber ich pumpe erstmal leer. Die waren so schwer mit der Elytra. Einer ist übrigens noch im Kasten und einen wollte ich mit hochziehen, deswegen habe ich oben so einen Cobblestone-Rand mit dran gemacht. Der hat sich dann befreit. Ah, oh, frech. Nein, du bleibst schön hier, nicht über den Rand. Ah, jetzt lässt er wieder sinken, ne? Okay, wir müssen die so platt machen. Alles gut. Reicht der Kobbel überhaupt, der hier drin ist? Ja, bestimmt. Also mehr hattest du nicht.
Hast du das von mir gejoinkt, oder was? Auch, ja, genau. Nice. Weil bei dem Projekt ist ja geil, da haben wir ja ganz offiziell, dass das unser Projekt ist. Also wir bauen ja alle zusammen, deswegen ist alles, was ich irgendwo in Kisten finde, ja auch meins. Das stimmt. Ey, warum machst du das mit dieser Kanone? Guck mal! Wann fertig? Ja, aber die macht das so, weißt du, so nebenbei. Das ist so effizient halt. Ja, ja, das ist effizient, das stimmt. Aber kannst du die Wand denn richtig fertig machen? Da ist ein riesiges Loch drin. Ja, das macht ja jetzt die Kanone, das ist dann effizient. Ne, ne, die habe ich schon ausgemacht. Sollen wir mal starten jetzt? Pass auf. Ja, mach an, den Eumel. Warte, erstmal den Fly Grip, Extendo Grip. Alles durcheinander. Extendo. Kann aber sein, dass das wohl nicht geht. Ein bisschen noch, guck. Bisschen runterfahren noch? Bisschen noch? Bisschen. Nochmal ein? Jetzt fang an zu saugen. Oh, warte, wir machen hier Glas rein. Oh, guck mal! Was denn? Ach so. Oh, stimmt, das ist richtig cool, ne? Das finde ich so nice, dass das geht. Oh, da hinten fängt er an. Oh! Wowers! Hammer. Da muss ich jetzt mal ganz kurz hingucken. Oha, das ist ja richtig schön. Ja, dann kann ich vielleicht nächste Woche Freitag ja den Rest machen. Ja, stimmt. In einem Monat sind wir dann fertig. Aber das ist ja nur, weil ich Lampen fürs Lager haben möchte, ne? Ja. Vielleicht gefallen die mir auch nicht, wenn die dann da sind. Jetzt bauen wir hier nochmal die andere Hostpulli dran. Gut, dass du zwei gebaut hast. Ja. Yeah. Direkt mitgedacht. Jetzt so, du hast keinen Grippo. Warte. Nee, dann hört er nicht auf, aber... Ach, guck mal, jetzt macht er auch parallel. Der eine macht hinten rechts, der andere hinten links. Oh. Poggers. Nice. Und guck mal, und hier können wir noch abbauen jetzt. Wo? Ach so. Da habe ich meinen Todespunkt geholt. Das hat super lange gedauert. Wie? Ach so. Okay. Und man kann den echt nicht einen tiefer reinschieben. Hört sich komisch an, ich gebe zu. Ja. Also kannst du ausprobieren, aber es kann sein, dass es dann zu viele... Wie groß ist denn das Becken, weißt du das? Also, nee. Wie viel mal wie viele Blöcke? Okay. Dann könnten wir rechnen. Es dürfen nicht mehr als 10.000 Wasserquellenblöcke sein. So, wir lassen die Dinger mal weiter runter wieder. Frag mich nur, wie viele... Kann man auch mehr Blöcke machen oder ist dann wieder... Oh, unendliche Wasserquelle wahrscheinlich, ne? So, jetzt wird hier nochmal richtig abgepumpt, wie man sehen kann. Und ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen weiter reingehalten. Also das dauert halt wirklich. Aber so lange jetzt nicht, muss man ganz ehrlich auch sagen. Weil man kann sehen, es geht relativ zügig pro Reihe. Und dann haben wir bald den ganzen Tempel weg. Und dann können wir den gemütlich abbauen, die Mobfarm reinbauen, die Sachen wieder befüllen und die Mobfarm aktivieren. Das wird auf jeden Fall interessant. Aber das erst nächste Mal.